wenn man dann hört, dass einer der Big Shots in der Nähe ist, das war vorhin gleich der Fall mit dem amerikanischen Außenminister John Kerry, dann erinnert man sich daran, dass Journalismus zu den Jagdberufen gehört manchmal und postiert sich am Weg, den der Big Shot begehen wird vielleicht und versucht am Tross und an den Medienleuten der Big Shots vorbei doch noch ein kleines Interview zu bekommen. Das haben wir auch gleich vorher versucht. Ich habe mich da dann postiert und an den Sicherheitsleuten vorbei ein bisschen unhöflich laut zugerufen, ein Interview für das Swiss National TV, um der Sache ein bisschen Gewicht zu geben. Und er hat dann noch so gesagt, na, heute nicht, ich habe morgen was mit euch. Aber und dann ist er auf der Ferse umgedreht und gekommen und wollte von sich aus nicht ein Interview geben, aber eine Botschaft an die Schweizer Bevölkerung, an unser Publikum, an Sie richten. Das haben wir dann natürlich aufgezeichnet und das tönte so. Ja. Aber ich möchte doch was sagen. Und zwar Dankeschön an Didier Burkhalter und dem Schweizer Volk für ihre gewaltige Unterstützung und Hilfe im Zusammenhang mit der Rückkehr der Geiseln, die in Iran gefangen gehalten wurden. Die Schweiz war immer schon ein Freund hier, besonders. Merci beaucoup, vielen Dank. Gibt es Hoffnung für Fortschritt im Nahen Osten? Der Trick als Journalist besteht dann darin, noch eine Interviewfrage anzuhängen, habe ich gemacht und gefragt, wie groß ist die Hoffnung hier in Davos, Fortschritte im Dossier Nahe Ost herauszuholen? Und er hat noch so zurückgesagt, unsere Hoffnung ist immer groß. Aber das sind dann natürlich die diplomatischen Floskeln. Also, das ist die Art, wie wir bis jetzt an John Kerry herangekommen sind. Die politischen Kapitäne der Welt wollen wir hier interviewen.